Herzlich willkommen zur 244. Folge der Honigwabe. Und damit herzlich willkommen, Roger Becker. Hallo, hallo, bist du da? Hallo, ich bin da. Guten Abend an euch. Ich grüße euch. Hallo. Hallo, Roger. Ja, sehr schön, dass du da bist. Wir haben uns ja vorhin schon kurz unterhalten und auf das Du geeinigt. Ne? Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du hier bist. Die Zuschauer sicherlich auch. Schlomo ebenfalls. Große Ehre für uns. Ich würde direkt mit ganz dem... Ganz meinerseits. Vielen Dank. Ich würde direkt mit dem Wichtigsten anfangen. Du bist ja AfD-Abgeordneter und sitzt im Bundestag und da ist, hat sich so etabliert, fraglich nach den Gründen, die wichtigste Frage, die man überhaupt klären muss, auch um den Leuten Material zu geben, worauf sie dann reagieren können, ist die nach deiner Leibspeise. Was ist dein Lieblingsessen? Nachdem ich ja gerade bei einem wunderbaren Ostergrillen bin, irgendwo in Berlin, ist es jetzt akut in dem Moment eine Bratwurst aus Brandenburg. Oh, das klingt fantastisch. Zwei Stunden ist das die Bratwurst aus Brandenburg, meine Leibspeise. Perfekt. Tja, dann musstest du in der Corona-Zeit wahrscheinlich großen Versuchungen widerstehen. Ich bin sie sogar eingegangen, die Versuchung. Ich habe mich dann sogar zweimal impfen lassen, um die Bratwurst zu kriegen. Aber nur zweimal? Dann war die nicht so gut, die Bratwurst, nehme ich an. Die war nicht gut genug, genau. Irgendwann habe ich dann gedacht, dann lasse ich es jetzt. Habt ihr mitbekommen von dem Typen aus, war das Baden-Württemberg? Ich bin nicht mehr ganz sicher. Da ist vor kurzem eine Studie veröffentlicht worden, und zwar im Lancet oder so, hochseriös. Der hat sich 240 Impfungen oder sowas abgeholt. Habt ihr davon mitbekommen? Ich habe sowas gehört. Also schon damals, während Corona, gab es so eine Story. Und wofür? Also was hat er bekommen dafür? Leider gehen sie darauf nicht ein. Also die Studie ist halt hochseriös. Sie betrachten wirklich nur, was hatte das für Folgen. Und also die zwei großen Entdeckungen, die kann ich hiermit verkünden. Also A, es hat ihm scheinbar nicht geschadet. Der ist jetzt nicht an einem Krebstumor oder sowas verreckt. Bisher ist alles in Ordnung. Und er ist bis heute nicht ein einziges Mal Corona-positiv gewesen. Ja, dass die meinen Erkenntnisse auf alles andere gehen nicht ein. Also weil die interessiert die Vorgeschichte nicht. Ich nehme jetzt mal an, entweder war das ein Wahnsinniger oder es war halt jemand wie dieser andere Fall, den du gerade angesprochen hast, Schlomo, der sich die abgeholt hat, um anderen Leuten damit ein Zertifikat geben zu können. Also der geht dahin mit dem Namen Schlomo Finkelstein und sagt, hier bitte einmal den Schlomo Finkelstein impfen. Die sagen, alle klar, boom, hier hast einen Stempel und dann kriegst du deinen Ausweis zurück, deinen Impfpass. Und dann ist die Sache durch. Nehme ich an, weiß ich aber nicht. Ich dachte eigentlich an sowas wie die Bratwurst oder in Österreich, in Wien, wisst ihr noch die Aktion, dass man in den Puff konnte für die Impfung? Ja, großartig. Meine Familie macht das noch ein, zwei Jahre, warten wir ab, was ihm passiert in ein, zwei Jahren. Also ich muss gestehen, ich war mal mit sehr jungen Jahren auch kurz davor, beim Medikamententest mitzumachen, weil es einfach Geld dafür gab. Hab's dann doch nicht getan, weil ich dann vorher als Makler irgendwo einsteigen konnte. Das war dann, moralisch bedenklicher, aber zumindest gesundheitlich wahrscheinlich sinnvoller. Siehst du, ich habe mich für den moralischen Weg entschieden. Ich habe tatsächlich mehrfach an klinischen Studien teilgenommen. So im Alter von 25 bis heute lebe ich, ja, ohne irgendwelche Spätfolgen. Aber wer weiß. Ja, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Sehr gut. Gut, um zurück zum Thema zu kommen. Lieber Roger, wir haben das Wichtigste schon geklärt. Die Sache mit deiner Lieblingsspeise für die vermutlich 5 Zuschauer, die dich noch nicht kennen, würde ich gerne noch mal kurz zeigen, warum alle anderen dich sehr wohl kennen. Da ist dann dein YouTube-Kanal gemeint. Da sind ja schon einige Clips viral gegangen von deinen Interviews oder vielmehr Interviewversuchen, ja, die du da mit den Leuten geführt hast oder versucht hast zu führen. Leute, wohlgemerkt, die dich verachten. Ich habe da mal den zweitmeist gesehenen Clip dieser Art rausgesucht und den können wir uns jetzt mal gemeinsam angucken. Hallo, darf ich kurz mal ein, zwei Leute ansprechen von Ihnen und kurz fragen, wie Sie das so erleben, was heute hier passiert in Chemnitz? Wir sind parlamentarische Beobachter. Von wo sind Sie? Aus Nordrhein-Westfalen, von der AfD. Ja, da können Sie sich, glaube ich, verpissen. Ich glaube nicht, dass wir mit Ihnen sprechen wollen. Dürfen wir fragen, warum Sie hier sind? Ich bin hier wegen der braunen Mobmasse, die ja schon seit Jahren durch Sachsen zieht. Okay, also vielleicht sonst jemand, der bereit ist, mit uns zu sprechen? Nazi-Propaganda, es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda, es gibt. Also junge Frauen fühlen sich in Chemnitz nach wie vor genauso sicher wie vor 3 oder 4 Jahren? Ja. Digga, verpisst euch. Verpisst euch, ihr Dreck. Wir duzen uns schon, alles klar, vielen Dank. Hallo, guten Abend. Dürfen wir Ihnen vielleicht ein paar Fragen stellen zu dem, was hier passiert heute Abend? Von wo seid ihr denn, von welcher Presse? Wir sind von der AfD in Nordrhein-Westfalen, machen ein paar Aufnahmen hier. Ja, oder? Ihr macht der Lügenpresse, ne? Und warum muss es denn immer auf eine Sache gemünzt werden?
die scheiß Ausländer sind an allem schuld. Die scheiß Ausländer sind an diesem Morgen schuld, die Ausländer sind an diesem scheiß Morgen schuld und an den Arbeitsplätzen, die sie uns wegnehmen. Wenn sie sich aber alle mal besser dahinter klemmen würden. Und gibt es irgendeine Lösung? Haben Sie irgendeine Lösung, eine Idee, wie man es lösen könnte? Ja, wenn wir uns alle richtig mal ordentlich zusammensetzen würden und uns nicht von der obrigen Gesellschaft spalten lassen würden. Also wäre es eine Idee, miteinander zu reden? Auch richtig. Okay. Richtig massiv zu reden. Waren Sie mal bei der anderen Demo, mal mit den Leuten? Eben gerade. Und haben Sie mit den Leuten gesprochen? Habe ich. Und? Nö. Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Es gibt kein Recht. Dürfen wir fragen, warum Sie hier sind? Weil es Spaß macht. Ja, was macht Ihnen genau Spaß heute Abend hier? Das passt schon. Okay, mit uns reden wollen Sie nicht? Möchten Sie vielleicht was dazu sagen, was heute Abend passiert hier? Nicht zu Ihnen. Nicht zu mir? Warum? Weil? Weil ich nicht möchte. Sind wir die Falschen? Glauben Sie, sind die Falschen? Nee, frage ich ja gerade. Wir sind die Falschen? Beantworten Sie doch erstmal die Frage. Nein, das ist ja Ihre Antwort. Ob wir die Falschen sind? Sind wir die Falschen für Sie? Also, darf man mit uns reden oder gar nicht reden? Der Bär, will der Bär mit uns reden? Will der Bär mit uns reden? Bevor gefilmt wird, welches Medium? Wir sind parlamentarische Beobachter aus Nordrhein-Westfalen von der AfD. Naja, ernsthaft? Ja, ernsthaft, genau, ernsthaft, ja. Also, wollen Sie mit uns reden, dass wir vielleicht mal ins Gespräch kommen über bestimmte Themen? Warum Sie hier sind? Ich möchte wissen, wo das ausgestrahlt wird. Auf verschiedenen Kanälen, auf YouTube, auf Facebook und sonst was. Okay. Möchten Sie eher nicht, nehme ich an. Okay. Zivilen Ungehorsam stehe ich auch dahinter. Aber jetzt die Demo hier zusammen blockieren, weil vorne der Trauermarsch kommt wohl nicht weiter, weil sie das blockieren? Zivilen Ungehorsam, den finde ich richtig. Okay, das darf man schon dann. Demos blockieren darf man. Darf man. Ja, dieses Video hattest du am 6. September 2018 hochgeladen. Das heißt, die Leute, die da demonstrieren, die demonstrieren gegen die Hetzjagden, die nie stattgefunden haben. Ist das korrekt oder hat das einen anderen Zusammenhang? Die demonstrieren gegen die Hetzjagden, die es niemals gegeben hat. Ähnlich wie jetzt Hunderttausende auf die Straße gehen gegen irgendwelche Remigrationspläne, die jedenfalls in der Form, wie sie da in der Presse dargestellt wurden, niemals vorhanden waren. Insofern durchaus vergleichbare Situation, ja. Also ein bisschen auf falscher Tatsachengrundlage hysterisch. Du leitest das schon ganz gut ein. Also ich will mal ganz kurz erläutern, wie es zu all dem kam. Also zu dem Konzert gegen rechts, dem Verein Kampf der Presse für das Verbreiten einer Lüge und natürlich dem Rauswurf von Hans-Georg Maaßen. Nachdem der deutsche Staatsbürger Daniel Hillig in den frühen Morgenstunden des 25. August von einem Syrer und einem Iraker abgestochen wurde, kam es dazu zahlreichen größeren Demos gegen die Politik der offenen Grenzen. Und am Rande einer dieser Demos ist dann ein Video entstanden, auf welchem zu sehen ist, dass ein Deutscher einem Nichtdeutschen so ungefähr 6 bis 8 Meter hinterher rennt. Dann tritt der Deutsche in die Luft und dreht sich anschließend um. Da wurde also niemand getötet, da wurde niemand verletzt, da ist im Großen und Ganzen gar nichts passiert, aber diese 10 Sekunden hatte man auf Band und weil das halt wirklich das Beste war, was man hatte. Und ganz kurz, da habe ich ergänzt, bitte. Und eine Frau sagt, bleib hier, Hase. Ja, das war der eigentliche Skandal. Der eigentliche Skandal war genau das. Ja, ja. Man hat auf jeden Fall dieses Video genutzt, um in der Öffentlichkeit das Bild eines ausländerjagenden Mobs zu zeichnen. Ja, allen voran die Öffentlich-Rechtlichen, ich glaube die Tagesschau war es, die dieses Video zur besten Sendezeit abgespielt hat. Mhm. Darum eine Frage ergänzend zu dem, was du gerade schon sagtest. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr verachtest du unseren öffentlich-rechtlichen Rundfunk und ist der noch reformierbar? Diese Suggestivfragen sind natürlich sehr verräterisch für dich. Also ich bin ein treuer Hörer und Zuschauer, insbesondere Hörer des Deutschlandfunks und auch des WDRs, um mir einfach immer wieder klar zu machen, was dort gebracht wird und was sich Millionen Menschen in unserem Land reinziehen. Ich war früher auch anders drauf, muss ich wirklich sagen. Ich war immer ein wirklich treuer Hörer und fand auch vieles gut. Mittlerweile ist es einfach übelst. Und ich freue mich sehr auf den Tag, der hoffentlich kommen wird, an dem ein Ministerpräsident der AfD, jetzt vorzugsweise in Thüringen oder Brandenburg oder ähnliches, diesen Rundfunkstaatsvertrag aufkündigt und das Ganze zumindest ansatzweise zu Fall bringt, was da läuft.
Dieser öffentliche Rundfunk ist schwer reformierbar, glaube ich, weil sich dort eine Kaste an Politikern oder politisch durchsetzten Journalisten so rum festgesetzt haben, die ja, eben nicht neugierig und neutral sind, sondern wirklich nur Tendenzpresse. So, das war jetzt lang, tut mir leid, aber das war mir ein Bedürfnis. Alles gut, also das hieße für dich abreißen und neu bauen oder auf den Neubau verzichten? Nennen wir es gesund schrumpfen, nennen wir es viel Geld dort abziehen und auf wesentliche Dinge reduzieren, die auch nicht so viel mit Unterhaltung, sondern mit Information zu tun haben und dann mit ausgewogener Information auch Kontroversen so darstellen, wie sie sind. Beispiel, im Deutschlandfunk höre ich alle Teilen Wilhelm Heidmeier, den Erfinder der sogenannten gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, irgendwelche Sondersendungen von ihm bringen. Gleichzeitig irgendwelche wie ist der Herfried Münkler oder was der andere? Ich weiß nicht, einer von diesen Geschichtstypen. Nur solche Leute höre ich da. Das können sie ja machen, wenn sie auch andere zuließen, andere Stimmen. Mhm. Das Problem ist diese Einseitigkeit. Man müsste in der Lage sein, doch mal verschiedene Stimmen anzuhören und dann vielleicht auch eine Meinung abzusondern. Aber die haben ja schon als Sachverhalt, als die Leute reden dürfen, immer nur die eine Seite. Und das ist intellektuell auch ein Armutszeugnis, finde ich. Nadine, letztendlich auch eine riesengroße Macht. Ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Normie, der denkt bis heute, dass in Chemnitz zum Beispiel tatsächlich irgendwelche Nazis marodierend durch die Straßen gezogen sind. Ja, also das natürlich. Bleibt einfach haften, sowas. Das ist ja auch, deswegen kann ich auch verstehen, dass 100.000 auf der Straße sind. Die haben ja eine Tatsachengrundlage, eine scheinbare Tatsachengrundlage, die ihnen die Presse, der öffentliche Rundfunk und alle anderen gebetet haben. Und zwar immer wieder, dieses Wiederholen. Black und Decker funktioniert ja. Zumal da ja natürlich Leute waren, die auch hören. Und so rechtfertigen die sich halt auch selbst gegenüber, wie sie dann gegenüber Andersdenkenden auftreten. Wenn wir auch nochmal einen Tag diese Medienmacht hätten, das wäre mein Traum. Ja, du, ich vermute, wenn die Öffentlich-Rechtlichen so konservativ wären, wie sie progressiv sind, dann wäre die AfD hier in 2 Jahren bei 40%. Ich finde auch den Aspekt interessant, dass sie nicht wirklich darauf herumreiten, mit welchen Sachen wir alles falsch liegen, ne? Dass wir irgendwie faktisch die Lage falsch bewerten, sondern ihre Propaganda hat immer moralische Anklänge. Es geht eigentlich immer darum, uns böse zu zeichnen, ne? Uns böse und gleichzeitig halt irgendwie schwach, erbärmlich und so weiter zu zeichnen. Und meine Theorie ist, dass die Linken, während ihr Menschenbild, was ihre Gesellschaftsform angeht, wesentlich weiter entfernt ist von der Realität, in ihrer Propaganda ein deutlich realistischeres Menschenbild haben als wir. Ne? Während unser Gesellschaftsmodell wesentlich mehr angepasst ist an den Menschen, wie er wirklich ist. Dass die Leute es halt in der Realität mehr interessiert, wer gut und wer böse ist und wer stark und wer schwach ist, als wer recht hat. Ich finde es nicht problematisch, moralisch zu argumentieren. Das kann man durchaus tun. Das sollten wir wahrscheinlich auch viel mehr tun, indem wir nämlich mal klar sagen, es ist schlecht, es ist böse, was diese Regierung, was ein Großteil der Medien in diesem Land anstellt. Weil es dazu führt, dass wir viel mehr Kriminalität haben und die Menschen nicht geschützt sind, nicht in Wohlstand leben können in der Zukunft. Das könnten wir durchaus auch mal öfter sagen, so deutlich und moralisieren. Das Problem ist, dass diese Medien personell mittlerweile so durchsetzt sind, dass man ja also nicht schnell auch Lösungen finden könnte. Man wird ja wahrscheinlich im Deutschlandfunk, im WDR immer wieder, ein paar AfD-Schläfer finden, aber da wird auch gar keiner großartig sich entwickeln können grundsätzlich. Das heißt, wir haben ein riesiges Manko auch an Personal. Selbst wenn wir jetzt demnächst mehr Möglichkeiten hätten oder eine große Zeitung oder mehrere Medienhaus entstehen würde auf unserer Seite, wir hätten, ich glaube, teilweise ein Personalproblem. Wenn so Leute wie ihr, wäre natürlich dann Personalressourcen auf gewisse Weise. Aber wenn man wirklich mal große Sender zum Teil mit einer ausgewogenen Berichterstattung versehen wollte, hat jahrzehntelang keine Ausbildung in unserem Bereich stattgefunden. Wäre auch ein Problem. Ja. Du hast gerade schon angesprochen, die Öffentlich-Rechtlichen, die lieben ja vor allem die AfDler, die keine mehr sind, ne? Die als Kronzeugen auftreten können, um gegen die AfD zu agitieren. Sich reinwaschen oder meinen, reinwaschen zu müssen, um noch ein soziales Leben zu haben, beruflich nachher leider, ja. Genau, darüber wird es dann auch gleich nochmal gehen, bis es
nicht wirklich in der Diskussion zwischen euch beiden, aber der Auslöser dafür, der damit zu tun, Stumme wird das nachher nochmal erläutern. Ich will mal eine andere Frage stellen, und zwar sagtest du vor 3-4 Minuten, dass du irgendwie auch mal mehr dieser Medien konsumiert hast? Warst du mal anders drauf? Also warst du auch mal der Roger Beckham, der möglicherweise eine grüne Diktatur für besser für uns alle hielt, oder wie ist das? Hast du eine Entwicklung durchgemacht oder warst du schon immer der du heute bist? Ich war immer schon der, nur deutlich jünger und agiler. Grundsätzlich war mein Verhältnis zu den öffentlich-rechtlichen Medien aber nicht so angespannt wie heute. Es war vielleicht aber auch früher anders. Vielleicht war ich auch anders, ich weiß nicht genau, vielleicht ist eine Wechselbeziehung. Jedenfalls habe ich in Erinnerung, ich höre seit Ende der 90er den Deutschlandfunk regelmäßig, lese die FAZ seitdem. Ich meine auch, dass diese Medien einen anderen Weg gegangen sind. Also diese wirklich Einseitigkeit, auch bei der FAZ, das war mal anders, auch der AfD gegenüber, also gerade im wirtschaftlichen Bereich, Philipp Plickert und solche Redakteure waren durchaus, ich sag mal zumindest offen, was Dinge der AfD anging. Und mittlerweile ist die FAZ ein Flaggschiff gegen die AfD, und zwar auf allen Kanälen, genauso der Deutschlandfunk. Und ich meine früher jedenfalls als Leser und Zuhörer, mich nicht dieser Propaganda ausgesetzt haben zu müssen, sodass diese Medienwelt auch weiter nach links geschoben wurde. Was mich immer noch wundert, weil allein aus wirtschaftlicher Perspektive müsste ja irgendwann mal ein Verlag sagen, naja, es gibt so und so viele Millionen AfD-Wähler oder Konservative oder wie man sie nennen will. Das ist ja allein aus der Perspektive sinnvoll, das zu tun, aber die einzige Zeitung, die ausgewogen über uns berichtet, ist der Nordkurier aus Neubrandenburg. Dankeschön dafür. War das gerade, also ich kenne ihn nicht, war das ein Witz oder ist das wirklich? Das meine ich ernst. Okay. Der ist ab und zu der Presse beim Deutschlandfunk, und da wundere ich mich immer, meine Güte, was ist das denn für eine Zeitung? Aber es ist wirklich, wirklich ausgewogen. Und die haben mich auch als eines der wenigen Medien bei meiner Zustimmung zur Cannabis-Legalisierung angefragt und völlig ausgewogen berichtet. Was hältst du denn von der Jungen Freiheit? Klar, Junge Freiheit finde ich auch gut. Gleichwohl muss man ja sagen, das ist eine sehr überschaubare Auflage. Ich glaube, 30.000 haben die als Wochenzeitung. Das ist eben nicht das große Sturmgeschütz der Demokratie, wie wir es bräuchten. Was wir bräuchten, wäre eine Tageszeitung, so wie aus meiner Heimatregion, Kölner Stadtanzeiger. Die haben wahrscheinlich, weiß ich nicht, 200.000, 250.000 jeden Tag. Sowas bräuchten wir, und dann könnte man sagen, gut, und so eine Zeitung ist natürlich auch bundesweit verkäuflich, wenn man einen vernünftigen Politikteil und vielleicht noch einen Sportteil hat, den mehr Leute interessiert. Da müssen wir hin. Sowas Tageszeitung, Black und Decker, Black und Decker. Es ist ja etwas aufgekeimt, was so ein bisschen in die Richtung geht, auch wenn da natürlich immer die Frage ist, inwiefern das am Ende den Zweck hat, die Leute dann doch wieder zur CDU zu scheuchen. Du weißt wahrscheinlich schon, wovon ich spreche, ne? Also das Reichelt-Netzwerk, was hältst du davon? Finde ich gut. Ich habe es noch nicht mehr so sehr zu Gemüte geführt, aber ein paar Sachen habe ich mal aufgeschnappt. Ist jetzt vom Format her nicht so meins, aber das ist ja völlig legitim. Ich finde es sehr, sehr gut, weil dort die Begriffe, die Themen salonfähiger gemacht werden, was wir in dem Ausmaß nicht schaffen. Sie erreichen Leute, die bei uns vielleicht irgendwie ein Hygieneproblem haben. Ich finde es gut. Alles, was unsere Themen bespielt und bespricht, finde ich gut. Insofern vielen Dank an diese Abteilung. Der Laden ist äußerst merkwürdig, ne? Also wenn es da mal so eine Art Real-Talk-Format gibt, wo Reichert einfach Fragen beantwortet, dann kommen da immer wieder so Sachen durch wie, ja, nee, die AfD, also die kann man nicht wählen, weil die ist antisemitisch, und da kommt halt der übelste Blödsinn. Aber alles andere bei denen ist halt 100%, 100% ist halt, ja, AfD-Standpunkte, AfD, da hast du dein Black and Decker, ja, das hast du genau bei News, mit wenigen Ausnahmen dazwischen durch. Und ich denke, man darf nicht... Ich bin neidisch, ehrlich gesagt, ich hätte es auch gerne. Ich denke, man darf da auch nicht den Fehler machen, so zu denken, als wenn durch eine Finanzierung von irgendeinem CDU-nahen Milliardär eine absolute Kontrolle vorherrschen würde. So funktioniert das ja nicht in der echten Welt, ne? Es sind eher, sagen wir mal, Anreize, die gesetzt werden. Mach doch mal eher in die Richtung und so. Und gleichzeitig wird der Laden dann ja auch aufgebaut von Leuten, die durchaus eher wie wir ticken. Weil andere Leute schreiben überhaupt nicht die Artikel, die da haben wollen, ne? Insofern, ich denke, da sind auf jeden Fall eine Menge stabile Leute drin. Ich finde, an diesem Punkt ist fast das News-Netzwerk, also diese ganzen Nachrichtenportale, wichtiger geworden als Reichels Sendung selber. Also diese ganzen tagespolitischen Sachen, die da abgearbeitet werden, das ist schon richtig wertvoll. Also ich bin nicht so im Thema, was die machen, aber ich habe mal mitbekommen, sie sind auch
natürlich aktuell, was wir selber gar nicht schaffen. Wenn irgendwas ist, dann fährt da wohl auch jemand hin, mal eben mit einem Kameramann und nimmt dann Sachen vor Ort auf. So wie Silvester nach Lampedusa zum Beispiel. Also die meinen das wirklich ernst, ne? Ja, also das wäre an sich auch Aufgabe durchaus von uns im Bundestag. Ich habe das ja mal ab und zu versucht mit Matthias Helfrich zusammen. Diese Aktualität kriegen wir eben nicht richtig hin. Das sind genau die Sachen, die wir noch mehr hinkriegen müssen oder demnächst hoffentlich auch mal Leute aus unserem Dunstkreis mehr hinkriegen. Aber es ist natürlich immer eine finanzielle Frage auch. Ist jetzt nicht die eleganteste Überleitung. Ich habe hier noch eine Notiz. Thomas Seitz. Das hätte ich gerne anders verwurstet. Ich muss halt jetzt dann irgendwie ansprechen. Ne? Wie gesagt, nicht so elegant, aber sei es drum. Das ist hier jetzt ein Ex-Kollege von dir, der ist gestern oder heute, ich weiß es gar nicht genau, ist der ausgetreten. Oh, ich kannte den vorher nicht, heute war das, okay. Ich habe davon sein Video angeguckt, das ist übrigens auch in der Videobeschreibung verlinkt. Also alle, die das gucken wollen, ja, ist direkt verlinkt in der Videobeschreibung. Da erklärt er, warum er austritt. Und das, was ich mitgenommen habe, war, dass er Alice Weidel nicht leiden kann. Also so gar nicht. Für mich vorrangig die Frage, warum treten die Leute aus der AfD nicht geräuschlos aus? Also wir hatten das vor kurzem erst, die große Reportage von ARD und ZDF oder was das war, die Aussteiger. Ja, und dann hat man da die Kronzeugen von der AfD geladen, die erklären, ohne irgendwas zu erklären übrigens, warum die AfD unwählbar wäre. Warum und was für eine Sekte das ist, ne? Was für eine Sekte die AfD ist, weil die AfDler es nicht mögen, wenn man da rausgeht und dann aller Welt erzählt, wie scheiße die AfD ist. Ja, genau das tun sie dann. Ich musste zumindest, als ich heute betreutes Kacken geguckt habe, Stummo, musste ich sag mal, du kennst Michael Kuhr, Schlummo jetzt vor allem. Genau, dieser Sicherheitstyp, ne, dieser Wert. Genau, und du kennst dieses alte, legendäre Video von ihm, wo er Türsteher war in Berlin und da kommt ein Typ und da sagt Michael Kuhr, tut mir leid, du kommst hier nicht rein. Und dann sagt er, was? Was? Du was? Und das ich hat gedacht, Moment. Ich genau, und dann, richtig. Ja, genau. Du kannst mich nicht f***en, ich bin ein Hetero und so weiter und so fort. Genau, und dann genau offenbart er, dass er den Bruder desjenigen trainiert hat im Boxen. Genau, woraufhin er ganz kleinert wird und sagt, alles klar, ich gehe jetzt. Jedenfalls musste ich daran denken, weil, das ist ja so ein ähnlicher Test, ähnlich auch wie mit der Hexenverbrennung. Ja? Da bist du am Ende tot und man weiß ja, bist du nächstes gewesen oder nicht. In dem Fall ist es ja so, jetzt kommen wir wieder zurück zu den Leuten, die austreten. Im Vergleich zu denen, die an der Tür abgewiesen werden und dann komplett ausrasten. Wenn du aus der AfD austrittst, weil du dich da nicht mehr wohlgefühlt hast, gedacht hast, man könnte da nicht austreten, weil das eine Sekte wäre und so weiter, und du verhältst dich danach in den Medien genau so, dann war das kein Verlust. Also du beweist im Nachhinein, es war genau richtig zu entscheiden, dass man dich hier abweist und nicht durch die Tür lässt oder halt aus der Partei schmeißt oder ne, letztendlich dir einen Austritt nahelegt oder. Jetzt kommen wir ein bisschen vom Thema ab. Ganz kurz nochmal Thomas Seitz. Weißt du, was da los ist? Weißt du, wieso das immer geräuschvoll geschehen muss? Was ist da los? Also konkret auf ihn bezogen, ich weiß es nicht. Ich habe auch nur in der Presse aufgeschnappt, dass er ausgetreten ist. Ich war sehr verwundert, weil Thomas ein sehr stabiler Typ ist, nicht nur von der Physiognomie, auch durchaus kopfmäßig. Also keiner, der sich irgendwie einschüchtern lässt. Ich kenne ihn auch als impulsiven Typen. Vielleicht hat er durch diesen Parteitag in Baden-Württemberg, der vor kurzem stattfand, bei dem wohl sehr viel Chaos herrschte und die Seite, zu der er sich wohl zählt, nicht ganz erfolgreich vom Platz gegangen ist, zum Anlass genommen zu sagen, dann könnt ihr mich alle mal. Also das vermute ich jetzt, ich weiß es aber nicht genau. Warum aber generell so viele Leute mit absingen schmutziger Lieder gehen, denke ich schlichtweg, bei den meisten ist es so, dass sie sich dadurch erhoffen, wieder einigermaßen rein oder weiß gewaschen zu werden, sozusagen als Buße, nach dem Motto, oh, ist ja alles so schlimm, jetzt habe ich es auch gemerkt, ihr habt ja immer alle recht gehabt, es tut mir so furchtbar leid, bitte nehmt euch wieder auf in eure Mitte. Das finde ich zwar natürlich verderblich, aber ist vielleicht bei manchem mit beruflicher Perspektive oder eben nicht Perspektive zumindest nachvollziehbar. Das ist die einzige Erklärung, die ich habe. Das lässt charakterlich natürlich tief blicken, je nachdem, was man halt, wie gesagt, beruflich macht, ist das in der jetzigen Gesellschaft schon schwierig. Andere, die gehen bei der CDU oder gegangen werden, die werden in irgendwelchen Verbänden oder irgendwelchen Stiftungen untergebracht. Da muss keiner ausrasten sozusagen, wieder irgendeinen Job zu kriegen. Die werden versorgt. So einfach ist es ja, auch bei den Linken, die kommen in die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und bei uns gibt es solch ein, ich sag mal, Versorgungspöstchen-Netzwerk eben nicht, was ja auch
eigentlich ganz gut ist, aber dann manche veranlasst, sowas zu tun. Meine Erfahrung mit Kacks, also mit Leuten, ehemaligen Gefährten, die irgendwann umgekippt sind, ist vor allem, dass halt Opportunismus in Graustufen existiert. Ne? Es ist selten der hundertprozentige Opportunismus und es ist selten die hundertprozentige dann wirklich empfundene Überzeugung davon, dass das wirklich eine ganz böse Nazi-Partei ist und dass man jetzt auf der Seite der Guten steht. Es ist meistens irgendwas dazwischen. Also die Leute reden sich das dann ein Stück weit, aber tun das aus opportunistischen Motiven und werden von ihrem Unterbewusstsein ein Stück weit davor beschützt, das selber zu erkennen. Ja, also nehmen wir ein Beispiel, jemand, der Lehrer ist und sich in der AfD irgendwas erhofft und Mandate und dann ist er sowieso dem Dienst enthoben und kann auch, sag mal, frei Schnauze das sagen, was er will. Der merkt, ui, mit der Karriere wird das nichts. Er bleibt weiter im Schuldienst und muss da auch bleiben. Er wird natürlich bestenfalls im Archiv landen. Da muss er schon sehr viel Buße tun, um wieder einigermaßen aufgenommen zu werden im typischerweise etwas linksgedrehten Lehrerzimmer. Also so Fälle kenne ich konkret. Das wird erstmal auch so bleiben, leider. Also der Würgegriff der Linken, der sitzt schon fest, ne? Sehr erfolgreich. Also das größte Problem, was wir haben, ist sicherlich die Medienmacht der Linken, definitiv. Aber wenn man mal weiterschaut, sind ja auch in allen möglichen anderen Institutionen, ob das irgendwelche, nicht nur Umweltverbände sind, auch irgendwelche Finanzwende und so weiter. Es gibt zig Verkehrsgeschichten. Überall haben die sich über die Jahrzehnte festgesetzt und das sehr erfolgreich. Und genauso ist es ja NGOs. Bei irgendwelchen, ja, also die zum einen, aber genauso auch Verwaltung. Wenn wir schauen, wer ist denn dann Polizeipräsident geworden? Wer ist denn beim VS? Wer ist denn da mittlerweile? Stefan also wir Kramer. Haben da, glaube ich, eine, zum Beispiel, Paradebeispiel, ehrlich gesagt, der ist natürlich ein wunderbares Exemplar. Also genau solche Leute. Und da sind schon genügend, deswegen, wenn man dann demnächst irgendwo mitregieren sollte oder auch alleine regiert oder wie auch immer, welches Schicksal uns bevorsteht, da ist natürlich ein riesiger Apparat, der gegen einen arbeitet. Und das ist auch ein Apparat, der dann Leute, die mal bei uns auch nicht irgendwie dann wieder aufnimmt, sondern dann werden alle, an jedem wird ein Exempel statuiert, um anderen zu sagen, wag es gar nicht erst da mitzumachen, du bist danach beruflich sozial tot. Das ist die Drohung, die im Raum steht. Ja, und eine der wichtigsten Sachen, die sich von der AfD versprochen wird, ist halt, dass sie tatsächlich, wenn sie an politische Macht kommen, diesen Sumpf austrocknen werden. Dass sie diese Leute oder dieses Netzwerk, dieses Machtkonglomerat als Feind einsortieren und dann wirklich bekämpfen. Ne? Das, was von einem Trump beispielsweise dann nicht erfüllt wurde. Ja, drain the swamp, genau. Dass man da auch viel Geld wegnimmt, gerade bei NGOs oder auch bei irgendwelchen völlig unsinnigen Verwaltungsapparaten, siehe irgendwelche Beauftragten der Bundesregierung für was weiß ich was, schlechtes Wetter. Also es gibt riesige Mengen an Leuten, die von dem System leben. Insofern haben wir großes Sparpotenzial und gleichzeitig, das meine ich nur halb ironisch, sehr viel, mitunter jedenfalls auch Fachkräfte, die dann wieder für den Arbeitsmarkt frei werden. Ich habe mir hier noch notiert, dass ich versuchen will, dein Herz für grüne Politik zu öffnen. Dazu habe ich den Emilia Fester der Woche gewählt. Den können wir uns aber sonst kurz zusammen angucken. Schon gewusst, der Bundestag ist so jung wie noch nie. Gemeinsam kämpfen wir für das gute Leben für alle und eine bessere Zukunft, stand da geschrieben. Hat dich das überzeugt? Ich muss es mir wahrscheinlich nochmal ansehen oder auch vielleicht noch dreimal. Bis jetzt nicht, war auch wohl erwarten. Das ist der gewissen Kaste an jungen Leuten, das sind, oder sagen wir mal, nicht nur junge vielleicht, aber bestimmten Leuten geschuldet, die gerade bei den Grünen und der SPD sehr zahlreich im Bundestag vertreten sind, die, glaube ich, bisher kaum etwas getan haben, was mit Arbeit zu tun hat und diese ganze Veranstaltung irgendwie total witzig und toll finden, aber gar nicht wissen, was sie diesem Land antun. Und Emilia Fester, also ich glaube, sehr jung, glaube ich, der will ja nicht zu streng sein, aber sie ist halt dieser Problemlage. Ein Aspekt davon könnte auch sein, dass diese Leute damit, also mit ihrer eigentlich, Unqualifikation für jede Aufgabe dieser Art festgebunden sind an das derzeitige System. Denn unter keinem anderen System könnten sie an diese Position kommen. Ne? Somit sind sie loyal. Ja, also das ist ja genau der Punkt, den ich eben auch meinte. Wir haben so viele Möglichkeiten für diese solche Leute geschaffen, dass sie eben doch ein Fortkommen haben.
ne, also jetzt mal gar nicht unbedingt dieses Gender-Thema immer strapazieren, auch genügend andere Sachen, dass sie natürlich unbedingt dafür sind, dass es so weitergeht mit Klima, Gender, überall ist Diskriminierung und so weiter. Da werden ganz viele Posten geschaffen für Leute, die an sich für den Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen, es sei denn, sie müssen zahlreich umschulen, was ich sehr befördern möchte, gerade auch für den Bereich Pflege und andere Bereiche. Also wir haben wirklich viele Leute, die, ich sag mal, fehlalloziert sind. Was kann man das sind denn, Wort? Ja, ne? Ja. Passt schon. Was sind denn deiner Meinung nach die zwei, drei dringlichsten Probleme, die wir irgendwann mal lösen müssen? Also das größte Problem, das dringendste, würde ich jetzt gar nicht sagen, aber das größte Problem, was wir haben, ist unser Blick auf unsere Geschichte. Das ist für mich sozusagen das Grundübel. Und deswegen sind auch Dinge wie EU-Besoffenheit, Euro-Quatsch, auch sogar Migration zum großen Teil, eher Symptome einer zugrunde liegenden Selbstverleugnung, Schuldkult-Fixierung, eines Komplexes, den wir insbesondere haben, aber durchaus auch viele Europäer mit Blick auf Vergangenheit, Kolonialismus und so weiter, aber natürlich wir als Deutsche umso mehr. Da muss dringend was passieren, allerdings natürlich nicht als ersten, zweiten Schritt demnächst, weil dafür ist der Boden nicht bereitet. Die Leute sollen sich aber nach und nach auch mal mehr damit befassen müssen, dass eben Deutsche nicht nur Schuld auf sich geladen haben und deutsche Geschichte so verkürzt ist auf 12 Jahre. Das halte ich für völlig fatal und das ist, ja, je weiter die Zeit fortschreitet, leider immer schlimmer und immer irrer, auch medial vermittelt. Da muss man auch mal im Bundestag genau zuhören, was so manche Leute da erzählen. Das und auch ein positives Familienbild, also Familienkultur. Wir haben unabhängig von der Migration einfach zu wenig Kinder und zu wenig Perspektive, zu wenig Zukunft. Und das ist auch eines der größten, dringendsten Probleme. Und Migration immer klar, aber ich glaube, die anderen beiden, die nennt man viel zu selten. Familienkultur und Erinnerungskultur. Wenn das okay ist, Roger, noch 4 Fragen. Gerne. Die erste, hast du irgendeine Ahnung von der Unvereinbarkeitsliste? Macht es überhaupt Sinn, dir irgendwelche Fragen zu stellen? Also, da sind tausende Gruppen drauf, ja, von mir aus. Also ich versuch's einfach mal. Weißt du, warum die Bürgerbewegung Pax Europa, die ist von Stürzenberger, wirst du wahrscheinlich schon von gehört haben, warum die auf dieser Liste steht? Ist dir das bekannt? Weiß ich auch nicht. Ich glaube, sie war mal jedenfalls in Bayern vom VS beobachtet. Der Stürzenberger hatte auch mal irgendwelche Probleme. Ich finde, er ist ein mutiger Mann, auch wenn ich nicht, sagen wir mal, seine Israel-Liebe so sehr teile. Aber mutiger Mann und ich wüsste nicht, warum man da jetzt irgendwie spitze Finger haben sollte. Keine Ahnung, ich finde es auch komisch. Wie sieht es mit der identitären Bewegung aus? Mutige, friedliebende, kreative junge Leute, die tolle Ideen haben und das auch in der Öffentlichkeit kundtun. Insofern ein kompletter Gegenentwurf zu allem, was uns regierungsseitig leider immer wieder vorgehalten wird und auch finanziert wird. Also ein kompletter Gegenentwurf zur Antifa im rein positiven Sinne. Verstehe ich auch nicht, wieso man diese jungen Menschen diffamiert. Und jeder weiß halt, dass mit jeder aktivistischen Gruppierung von rechts dasselbe passiert wäre. Ne? Die wollen einfach nur Aktivismus von rechts verbieten. Die wollen einfach, dass das überhaupt nicht stattfinden kann. Ja. Hatte Roger schon mal ein Gespräch mit einem NPC, falls dir der Begriff nichts sagt, das ist so ein Allerwelts-Normalo, ja, der sich keine großartigen Gedanken macht, während er sein Leben lebt, welcher nach dem Gespräch sein Bild zur AfD verbessert hat? Also ich hoffe sehr, dass das so gewesen ist. Also ich versuche ja, also ich dränge jetzt meine Meinung nicht immer auf, jetzt ja auch beim Ostergrillen dränge ich nicht all meine Meinung auf, aber wenn dann Gespräche entstehen, versuche ich schon ein paar Punkte zu machen. Und alleine die Frage, die ich immer wieder stelle, aber auch bei Vorträgen immer wieder bringe, ist ja, wie viel Einwanderung verträgt Heimat ohne Schaden zu nehmen? Also dass jemand zumindest mal den Gedanken zulässt, ist es nicht doch irgendwann zu viel, irgendwann genug, irgendwann falsch? Also wie viel Einwanderung und welche Einwanderung ohne dass Heimat Schaden nimmt. Und die Heimat nimmt ja ständig Schaden, muss man, also aus meiner Warte jedenfalls. Und wenn jemand so eine Frage mitnimmt und dann ins Denken kommt, dann glaube ich, ob es NPC oder nicht, ist das schon ein guter Anstoß in die richtige Richtung, dass man dann mal weiterdenkt, hoffentlich. Ja. Wie sähe eine familienfreundlichere Politik aus? Also das hat nicht
meiner Ansicht nach nicht immer so viel mit Geld nur zu tun. Natürlich sind Kinder auch eine große finanzielle Belastung oder kosten einfach viel. Aber in erster Linie die Zeit, die Geduld, die Liebe, auch der Verzicht auf andere Dinge, die man da nicht tun kann. Und das hat weniger mit Politik zu tun, im Sinne von der Staat kann tun und machen, sondern eher mit der Haltung von Menschen, Bewusstsein, was ist eigentlich der Sinn des Lebens, mit wem umgebe ich mich gerne Tag ein, Tag aus und möchte ich auch eine Kontinuität im Sinne von, ich komme irgendwo her, also ich gehöre zum Volk, wo ich herkomme und wenn ich dann nicht mehr da bin und das wird unweigerlich Teil sein irgendwann, dann geht aber jemand weiter, meine Kinder. Also das ist eher eine generelle Problematik in der westlichen Welt durch den Wohlstand und die gute Ausbildung, dass Leute eben später Kinder kriegen und Freiheiten anders ausleben und irgendwann mit Anfang 40 denken, scheiße, jetzt mal gekommen. Also es ist, die große Tragik unserer westlichen Welt. Wie wir besser machen können, ist mehr Vorleben, mehr propagieren und nicht dauernd kinderlose, beziehungsgestörte Kommissare in Tatorten zeigen, zum Beispiel. Genau, es läuft ja eine aktive Propagandamaschinerie pro Antinatalismus, ne? Gegen das Kinderkriegen. Eine recht drastische Idee, die genau das Finanzielle, was du jetzt hinten angestellt hast, betrifft, von mir war, gerade auch, was da, den Versuch angeht, eben nicht dann Maßnahmen zu ergreifen, die am Ende Geld einfach nur spülen in die Taschen von genau den Problemmigranten, denen man eigentlich kein Geld geben will, einen Multiplikator an die Rente zu machen. Also mal 1, oder so, ne, für Kinder. Ja, ein Faktor, genau. Ein Faktor zu rechnen nach dem Motto, dann, nee, der kriegt nicht einmal 5 oder 1,3, wie viel auch immer, egal, wäre ein guter Aspekt. Also alles, was gerade auch Frauen darin bestärkt, dass sie trotzdem in Sicherheit finanziell, ne, wenn sie eben nicht arbeiten gehen können, wenn die Kinder erzogen werden, das ist halt am Anfang immer die Mutter, gerne auch als Vater, aber die erste Zeit ist halt immer die Mutter gefragt. Also ich habe gerade einen 8 Monate alten Sohn, unser Jüngster, nur mit mir wäre aufgeschmissen. Ich kann halt nicht stillen, das ist halt fast so. Das ist ganz witzig, ich habe mich vorhin noch schlau gemacht, wer ist Roger Beckham, habe gelesen, dass du einen Sohn hast. Das kann ja dann wirklich der sein, ne? Also dann ist Wikipedia nicht ganz up to date, du hast jetzt zwei Söhne. Zwei. Verstehe, Glückwunsch. Habe mich vermehrt, danke. Ja. Sehr schön. Gut, letzte Frage, passend zu Ostern. Das Christentum war ungefähr 1400 Jahre lang die Leitkultur in Europa. Heute ist das Christentum ein zahnloser Tiger. Sollte man das ändern oder liegt der Identitätsverlust woanders? Also da bin ich kein großer Freund. Ich bin nicht sonderlich christlich angehaucht. Im Gegenteil, ich glaube, dass das mit dem Christentum deswegen so gut in Europa funktioniert, weil, ich sag mal, jedenfalls im spirituellen Sinne dem Christentum das Rückgrat gebrochen wurde, um es brutal zu sagen, dass Religion Privatsache ist und dann eher eine kulturelle Kiste. Und sofern der Islam es zuließe in weiten Teilen, dass man dort auch rein spirituelle, kulturelle Sachen zuließe, aber nicht diesen politischen Anspruch erhebt, wie das Christentum auch mal getan hat, dann wäre da wahrscheinlich auch viel mehr Gedeihliches miteinander möglich. Ob das klappt, weiß ich nicht. Christentum ist sicherlich nicht die Lösung, weder die katholische Variante noch die orthodoxe. Das höre ich auch manchmal von irgendwelchen Superspezialisten, die dann sagen, aber das Orthodoxe ist das Reine und so weiter. Halte ich für völlig aus der Zeit gefallen. Die Welt ist nicht mehr so, Gott sei Dank. Insofern, morgen wird Christ erstanden sein. Das ist schön für die, daran glauben. Ich sehe da kein Heil drin. Das war's von meiner Seite. Bitte, Schlummer. Das Lustige ist, ich bin ein Atheist, der denkt, dass mehr Religion irgendeiner Art nötig ist und sich am Ende wahrscheinlich eh wieder einstellen wird. Die Frage ist halt nur, in welcher Form. Also ich denke, es ist mehr oder minder der Naturzustand vom Menschen, von der breiten Masse, dass er an irgendetwas tief glaubt. Und ich denke, dass das Loch, das hinterlassen wurde von dem Rausreißen der Religion, immer gestopft werden wird durch irgendwelche anderen, eigentlich auch metaphysischen Glaubenssysteme. Und ich denke, unsere kulturellen Eliten wollen genau zu dem die Wokeness machen. Das ist der Plan. Dann lassen wir aber bitte keinen orientalischen Irrglauben dieses Loch füllen, wie es die letzten Jahrtausende der Fall war, sondern irgendwas lebensbejahenderes, freieres, nicht so prüdes, meiner Ansicht nach. Das wäre mein Wunsch. Tja, nur die Frage, wo man es herkriegen soll. Ich denke darüber nach. Und im Zweifel werde ich schon irgendeine Sexsekte gründen demnächst und sage Bescheid. Du kannst hier gerne dann Werbung machen, ja? Ja, machen wir genauso. Alles klar, Roger Beckamp, wir danken dir vielmals. Vielen, vielen, vielen Dank.
Ich danke euch und ich gehe jetzt zu meiner Bratwurst. Guten Appetit. Guten Morgen, bis dann.